Ich habe versucht, den Proporz meines Buches zwischen Reflexion von alltäglich empirischem Material und Intervention im Handgemenge und theoretischer Reflexion ungefähr beizubehalten. Natürlich muss ich an dieser Stelle sagen, die allerbesten und erhellendsten Passagen referiere ich nicht. Das bedeutet, kauft euch das Buch, mit anderen Worten. Ne? So, dann mache ich mir mal meine 45 Minuten und es wird ein Schwanken zwischen Grundsätzlichem und Intervention im Handgemenge gegeben. Um nicht in Zeitnot zu geraten, habe ich nochmal meinen aktuellen Überblick krass gekürzt und vernachlässige viele Besonderheiten und belasse es einfach bei folgendem empirischen Hinweis. In den USA wurden erstmals mehr als 1 Million Infizierte erkannt. In Großbritannien liegt die offizielle Inzidenz über 1600. Sie ist real deutlich höher, wie wir wissen. Es sterben dort momentan so um die 460, 500 Menschen täglich. In Frankreich werden 3000 Infektionen auf 100.000 Einwohner nachgewiesen. In Dänemark, das kürzlich noch Freedom Day feierte, 2400, in Italien 2000, in Griechenland 2100, in der Schweiz 2000 und in Spanien, das kürzlich noch wegen seiner hohen Impfquote gemeinsam mit Portugal als Besieger der Pandemie gefeiert wurde, 1700. Ähnliches erwartet Deutschland, auch wenn die mildernden Impfquoten in den Staaten relevant unterschiedlich sind und auch die Maßnahmen signifikant differieren. Italien zum Beispiel veranstaltet schon, um ganz pragmatisch zu argumentieren, einiges, das ich mir für Deutschland wünschte. So ist die Haupttendenz, die wir beobachten, doch, wie es in allen Zeitungen und Talkshows heißt, Gelassenheit. Wir sehen also Bilder aus diesen Ländern, die viel mehr ausdrücken, meine ich, als Gelassenheit. Wir sehen die Betrunkenen, die Feiernden, die Singenden, die einander in den Armen liegenden Menschen in England bei der Dart-Weltmeisterschaft beispielsweise oder in den Fußballstadien. Und sie erinnern uns, was wir noch kürzlich auch hierzulande besichtigen konnten beim Karneval in Köln oder in vollen Sälen und Stadien in Deutschland. In Deutschland werden Maßnahmen, Restriktionen verordnet und es wird gelockert zugleich. Die Quarantäne wird gefährlich verkürzt, was nebenbei den Unternehmern ganz schön viel Lohnfortzahlung im Quarantänefall erspart, als hätte es für die nun abgeschafften Quarantänezeiten und Regelungen keine guten Gründe gegeben. Es sei schon bekannt, dass wegen der Unsicherheit der Tests ansteckende Menschen die Quarantäne verlassen werden. Es gehe nur darum, dass das nicht zu viele seien, lese ich in der FAZ vom 13.01. Ansonsten bleiben die Restriktionen weit unterhalb der Kontaktbeschränkungen der zurückliegenden Lockdowns, die ja nur von einer kleinen gesellschaftlichen Minderheit kritisiert. Die relevanten, also besonders die für die Weltmarktkonkurrenz relevanten Sektoren der Wirtschaft immer komplett unberührt ließen. Also diese Erziehung, diese 2 Jahre lange Erziehung zur Schizophrenie beinhalteten dieses, sei vorsichtig im Privaten, sei Risikobereich im Beruflichen und auf dem Weg zur Arbeit im vollen Bus oder in der vollen U-Bahn. Wir alle wissen ja, dass das kürzlich noch allgegenwärtige Wort, wir hätten es nun mit einer Pandemie der Ungeimpften zu tun, unzutreffend ist bzw. Lüge war. Die Impfdurchbrüche mehr bei nur 2-mal Geimpften, weniger, aber ebenfalls auch bei Geboosterten und die Infektionen bei Genesenen sind ja bekannt. Was ich vor 10 Monaten formulierte bei damals sehr wenig Geimpften, scheint mir heute fast noch zutreffender oder noch einleuchtender. Ich schrieb, mein Grundgedanke lautet also, dass Deutschland, wie fast alle Staaten der westlichen Welt,
das Konzept einer abgebremsten Herstellung von Herdenimmunität, einer kontrollierten Durchseuchung ohne allzu katastrophische Zahlen und Bilder, ohne wirkliche Zusammenbrüche des gesamten Gesundheitssystems zu provozieren, verfolge. Das wird im offiziellen Diskurs bis heute so nicht ausgesprochen, jedenfalls nicht in Deutschland. Die großen Zeitungen Österreichs etwa schreiben teilweise sehr freimütig und zwar positiv konnotiert über die durch Omikron bewerkstelligte Herdenimmunität. So macht etwa der Standard am 7. Januar mit der Titelzeile »Die Zeichen stehen auf Durchseuchung«, Experten meinen, dass eine massenweise Ansteckung alternativlos ist, auf. Und zitiert werden hier die Leiterin der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination Österreichs, also alles andere als ein kleines Licht unter den Experten, und ein Komplexitätsforscher, der die kontrollierte Durchseuchung ebenfalls als alternativlos bezeichnet. Und der Kurier, zwei Tage später, am 9. Januar, überschreibt seinen Leitartikel mit der zustimmend gemeinten Zeile: Das Land kontrolliert infizieren. Aber dort, wo in Deutschland relativ distanzierte bürgerliche Analyse getrieben wird, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Beispiel vom 8.1., wird als unhintergehbar ausgesprochen, dass, Zitat, es wohl jeden eines Tages erwischt und dass der verhältnismäßige Mittelweg darin bestehe, die Welle so in die Länge zu ziehen, dass sie nicht zu hoch wird. Genau das ist ein Programm, das viele Tote in Kauf nimmt. Und zwar auch dann, wenn wir der noch recht ungesicherten Behauptung Glauben schenken oder Teilwahrheit zu billigen, dass Omikron zwar ansteckender sei, aber im Regelfall milder verlaufe, dass mit schwersten und tödlichen Verläufen mehrheitlich Ungeimpfte rechnen müssten und sonst nur Alte und ohnehin gesundheitlich Angeschlagene. Selbst wenn wir also davon ausgehen dürfen, dass sich der Proporz zwischen nachgewiesenen Infektionen und Todesfällen verändert wird, und selbst wenn wir auf mittlere Sicht auf den Krankheitsverlauf häufig nicht immer mildernde Medikamente hoffen dürfen, bleibt meine Prognose düster. Ich hasse es zu prognostizieren und ich unterdrücke alles, was apokalyptischen Prognostizieren auch nur Anklänge aufweist, da ich es für reaktionär halte, Angstlust auszulösen. Bitte beachten Sie, dass im Lande der größten Gelassenheit oder Sorglosigkeit in England gegenwärtig Notkrankenhäuser als Zelte auf Parkplätzen aufgebaut werden. Ich erwähne nur noch, dass die allgegenwärtige Frage, ob die Kapazitäten der Intensivmedizin ausreichen, das Sterben in geordneten Bahnen also gewährleistet sei, auch die stille Triage, also das Nicht-Einliefern etwa alter Menschen ins Krankenhaus, ihre Deklarierung als aussichtslose Fälle befördert. Keineswegs nur nebenbei sei erwähnt, dass die Konzentration auf Todeszahlen und Intensivmedizin immer auch die Bagatellisierung des Krankenhausaufenthalts durch das Virus und das große Leid, das durch Long-Covid verursacht wird, beinhaltet. Von jenen, die sich nicht impfen lassen können und gefährdet sind, die sich im Namen der Eigenverantwortung selbst wegschließen müssen, und die Folgen für die jungen Kinder wird geschwiegen, dass die Masse der Infektionen zugleich die Wahrscheinlichkeit von Mutationen erhöht, und die können eben gefährlicher oder mörderischer sein als Omikron, wird ebenfalls doch recht massiv verheimlicht. Wir müssen uns ja nur einmal das Inferno vor Augen halten, das wir erlebten, hätte Omikron nicht nur eine höhere Fähigkeit der Ansteckung, sondern entspräche seine Wirkung der
Delta-Variante oder überträfe diese. Worauf ich aufmerksam machen will, wir haben gegenwärtig im bürgerlichen Lager, dem ich bekanntlich nicht angehöre, praktisch keine Wissenschaftler mehr, denen die Maßnahme zur Kontaktbeschränkung unzureichend, unverantwortlich, zu lasch oder wirkungslos sind. Die auch nur entschiedeneren Lockdown und nach Maßgabe der Zurückliegenden fordern. Es gibt keine derartigen Stimmen aus dem Expertenrat, dem bekanntlich auch Herr Drosten oder Melanie Brinkmann angehört. Es gibt keinen Hauch von Kritik durch Herrn Wieler. Komplett erloschen, ich sage nochmal, im bürgerlichen Lager ist so etwas wie die Initiative No Covid, zu der ich mich seinerzeit in schroffer Gesellschaft befand, weil ihre Prämisse war, alle kapitalintensive Produktion und Dienstleistung von Restriktion und Stilllegung auszunehmen. Der Sieg solcher FDP-Politiker, Virologen wie Streeck und Schmidt-Schanner sieht, ist umfassend und triumphal. Es gibt in Deutschland gegenwärtig nur eine Polarität von Belang, die Affirmation der Staatspolitik in ihrer Substanz, bei Genörgel im Einzelnen, versus die Querdenker, Impfverweigerer, Schwurbler und wie wir sie nennen wollen. Ich unterschätze deren faschistoide Gefährlichkeit keineswegs. Sowohl ihre infektionssteigernde Wirkung in der Aktualität als auch ihre Potentialität. Wer sich mit der deutschen Geschichte befasst hat, kann nun wirklich nicht bestreiten, dass das Wahnhafte sowohl die Mehrheit als auch die Staatsmacht gewinnen kann. Und auch Bolsonaro ist nicht durch einen Militärputsch, sondern durch Wahlen Brasiliens Präsident geworden. Die Demonstration, die sich nun gegen die Querdenker und Impfverweigerer in diesen Tagen formieren, sind in ihren Aufrufen komplett kritikfrei gegenüber der Staatspolitik. Viele ähneln der als Vorlage dienenden Amberger Erklärung, die übrigens von Linksparteimitgliedern verfasst wurde, die sich wirklich in Gänze zu lesen lohnt. In ihr heißt es zum Beispiel, man möchte fast sagen, übers Ziel hinausschießend, Zitat, wir stehen zu unseren Händlern, Gastronomen und Wirtschaftsbetrieben, die in dieser Krise alles gegeben haben, das verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung. Zitat Ende. Hier wird der Schulterschluss von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden in der Pandemie nachgespielt. Mehr Persilschein für alle Wirtschaftsbetriebe geht nicht und es gab keine unverantwortlichen, per Definition keine unverantwortlichen Arbeitsbedingungen und möchte ich sarkastisch hinzufügen, der Dank gilt insbesondere auch den landwirtschaftlichen Betrieben, die alles gegeben haben, damit Spargelstecher und andere Wanderarbeiter aus Rumänien oder Bulgarien, die eingeflogen wurden, sich wirklich gut und heimisch fühlen konnten hierzulande. Manchmal halt in Arbeitsquarantäne, die sie von allen sozialen Kontakten ausschloss, ihnen aber die Schufterei ermöglichte. Der aus einem linken Hamburger Milieu formulierte Aufruf Solidarität und Aufklärung statt Verschwörungsideologie, der seinen Ursprung im Bündnis gegen Rechts hat, zu einer Gegendemonstration morgen am 15. Januar ist dem Amberger nicht gleich. Insofern er einige kritische Vokabeln bezüglich des Zustands des Gesundheitssystems, wachsender sozialer Ungleichheit in der Pandemie und zum Patentrecht auf Impfstoffe enthält. Aber zugleich ist er demonstrativ kritiklos gegenüber der Seuchenpolitik der Bundes- und Landesregierung. Es findet sich in ihm kein Wort zur kontrollierten Durchseuchung,
keine einzige Forderung, die ein größeres Maß an Kontaktbeschränkung postuliert. Und natürlich muss das bedeuten, ein komplettes Schweigen zum Markenkern der doch zeitweise Gehör findenden Zero-Covid-Kampagne, der, ich zitiere Zero-Covid, sofortigen Schließung aller gesellschaftlich nicht dringend notwendigen Bereiche der Wirtschaft. Schließung aller Gesellschaft, habe ich gesagt. Kurzum, sich für kluge Taktiker haltende Bewegungsingenieure haben mal wieder einen Aufruf bewusst so formuliert, dass Regierungsgrüne, die Regierungsjugend Jusos, die Landesregierungspartei, die Linke, die DKP, die Piratenpartei und alles Mögliche unterzeichnen konnte, was sie auch alle getan haben. Neben Initiativen und Zusammenschlüssen, die meine Wertschätzung haben, deretwegen ich da wahrscheinlich morgen mitliefe, wäre ich am 15.01. nicht in Aachen mitliefe, mit verdrießlichem Gesicht und schlechter Laune, denn die affirmative Substanz solcher Manifestation macht die Artverwandtschaft zum damaligen von Gerhard Schröder ausgerufenen Aufstand der Anständigen sinnfällig, der ja auch staatlichen Rassismus prinzipiell ausklammerte. Stefan Dietl, der in Zero-Covid größere Hoffnung setzte als ich, der eine Kritik an dieser Initiative formuliert habe, beschreibt sie als vollkommen marginalisierte Stimmen in einer Zeit, in der Polarisierung nur noch so buchstabiert wird, gegen die Maßnahmen und für die sogenannte Freiheit oder für die Maßnahmen der Regierung. Dieser Alternative sich nicht zu unterwerfen, also wenigstens intellektuell den faschistoiden Wahn und das bürgerliche Kalkül, also die instrumentelle Vernunft der Staatspolitik, ins Visier der Kritik zu nehmen, das ist Anliegen meines Buches und auch meiner heutigen Ausführung. Bitte messen Sie diese an Ihrem Wahrheitsgehalt und bitte messen Sie diese nicht an Ihrem Erfolg. Schnitt, bisschen was Grundsätzliches. Die Gesellschaftskritik, die angesichts der bestehenden Bewusstseinszustände und Bedürfnisse der Lohnabhängigen keinen Weg vom bestehenden Falschen zum möglichen Besseren weiß und deshalb negativ oder negatorisch sein muss. Die Gesellschafts- oder Systemkritik hat klassisch zwei große Felder. A. Wie funktioniert die Marktwirtschaft? Also, was sind des Kapitalismus unhintergehbare ökonomische Gesetzmäßigkeiten und Zwänge? Etwa seine zyklisch auftretenden Krisen, sein Zwang zu wachsen oder unterzugehen, sein damit verbundener wachsender Ressourcenhunger, seine ständige Ermittlung von Siegern und Verlierern in der Konkurrenz einzelner Unternehmen oder Staaten in der Weltmarktkonkurrenz am Maßstab von Effektivität, Effizienz, Lohnstückkosten und wie immer das genannt wird. Und Unterpunkt zu A, welche herausragende Stellung hat der Staat für das Gelingen besagter Kapitalakkumulation? Und B, das andere große Feld, wie wandert diese Notwendigkeit, diese Strukturen, diese Gesetzmäßigkeiten in die Menschen ein? Wie machen die Gesetzmäßigkeiten, denen sie ja im Kleinen als Konkurrenten um Arbeitsplätze oder beruflichen Aufstieg ausgesetzt sind, sie zur Reflexionsform oder Reflexionsgefäß bestehender Verhältnisse, anders ausgedrückt, macht sie hässlich oder roh oder empathieunfähig, und zwar gegen andere? Wir wissen um die überwältigende Mehrheit, die weitergeht, wenn eine hilflose, zusammengebrochene Person auf dem Bürgersteig liegt, aber eben auch gegen sich selbst. Als historisch erzeugter Prozess der Selbstverhärtung, als Stolz, dass alles den Berufsalltag
auszuhalten, der Entsagung gewachsen zu sein und die Weicheier, Drückeberger, Ängstlichen, Schwachen und Formulanten zu verachten. Die ökosozialistische Strömung der Systemkritik, um dem A und B ein C in den beiden Säulen hinzuzufügen, bricht in gewisser Weise mit älteren Schulen der Gesellschaftskritik, die der bürgerlich-kapitalistischen Entwicklung der Produktivkräfte Positives abgewann, deren destruktiven Charakter übersahen oder geringschätzten, und kommt zu der Auffassung, um aus einem Buch von Rainer Trampert und mir aus dem Jahre 1986 zu zitieren, kommt zu der Auffassung, die Menschheit zerstört gegenwärtig ihre natürlichen Lebensgrundlagen. Diese Zerstörung hat mit den inneren Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus zu tun, mit seinem Zwang zu Wachstum, Akkumulation, Profit. Um dieser Zerstörung Einhalt zu gebieten, muss der Kapitalismus überwunden werden. Die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit erfordern also drittens einschneidende Veränderungen in der Produktion, in der Art des Produzierens und damit in den Konsumgewohnheiten der Mehrheit der Menschen. Sie begreift, also das will ich sagen, die Pandemie als eine Facette einer historischen Tendenz, in der die Menschheit ihre Lebensgrundlagen untergräbt. Ihr Anliegen oder ihre erste Botschaft, wenn es um die Ursachen der Pandemie geht, ist, was sozusagen aus allen Talkshows herausgehalten wird, dass wir es eben nicht mit einer Naturkatastrophe oder etwas Schicksalhaften zu tun haben, sondern die Ursache in der wachsenden kapitalistischen Inwertsetzung der Natur zu besichtigen, im Vordringen in bislang sogenannte unberührte Natur, in Massentierhaltung und so weiter. Also die Erkenntnis zu verbreiten, die außenseiterische Forscher, wie etwa Rob Wallace und andere, das prognostische Urteil fällen ließ, ich zitiere ihn: Wir entfesseln Naturkräfte, die wir nicht beherrschen. Nichts garantiert, dass der nächste Erreger nicht noch tödlicher sein wird und die nächste Pandemie kommt mit Sicherheit. Das ist keine Aussage über das Wann. Denken wir uns nun ein paar andere extrem bedrohliche oder katastrophische Entwicklungen der äußeren Natur des Menschen hinzu. Jedem fällt als erstes selbstverständlich die Klimakrise ein. Dann erwartet uns eine beständige Abfolge von katastrophischen und den zugehörigen Katastrophenplänen oder Katastrophenmaßnahmen und deren jeweilige Beurteilung als mal gelungen oder auch mal als Politik versagen. Ich komme auf einige des hier Angedeuteten noch zurück und möchte nur verständlich gemacht haben als Ausgangspunkt, dass Normalität die Produktion des Katastrophischen impliziert. Ich möchte Sie nun konfrontieren mit zwei kurzen Zitaten aus den Schriften von Herbert Marcuse, keinen komplizierten, die natürlich vordergründig nichts mit der Pandemie zu tun haben, sondern Kritik der Normalität betreiben. Die Rückkehr zur Normalität ist ja ganz bestimmt das sakralste Versprechen der zurückliegenden zwei Jahre. Wenn das nicht eingelöst werden konnte, wurde es auf die nächste Zeitspanne verschoben, verlor aber niemals seinen Glanz. Die kleinen Zitate schildern sowohl das Alltagsbewusstsein, Common Sense, als auch die Notwendigkeit dieses Alltagsbewusstseins für das marktwirtschaftliche Getriebe. Sie führen uns auf die Spur zu begreifen überhaupt erst, warum es bei 115.000 Toten heute zugleich möglich ist, davon vergleichend zu sprechen, Deutschland sei doch ganz gut durch die Pandemie gekommen. Kurzum, es geht mir mit diesen Zitaten um eine erste Annäherung an die Erkenntnis, dass die akzeptierte Normalität den Umgang mit dem Ausnahmezustand präjudiziert.
Das erste Zitat ist aus dem eindimensionalen Menschen und das zweite aus der Ideologie des Todes, aber egal. Erstens, Marcuse schreibt, wir leben und sterben rational und produktiv. Wir wissen, dass Zerstörung der Preis des Fortschritts ist, wie der Tod Preis des Lebens. Dass Versagung und Mühe die Vorbedingungen für Genuss und Freude sind, dass die Geschäfte weiterlaufen müssen und die Alternativen utopisch sind. Das zweite hat folgenden Wortlaut. Die gesellschaftliche Ordnung verlangt Einwilligung in Mühsal und Resignation, Heldentum und Bestrafung der Sünden. Die Kultur schreitet voran durch den Tod auf dem Felde der Ehre, durch den Tod in den Bergwerken und auf den Autobahnen, den Tod als Folge unbesiegter Krankheiten und der Armut und als Produkt des Staates und seiner Organe. Der Ausgangspunkt aller Systemkritik ist also die Negation des Kollateralschadenprinzips, des, wo gehobelt wird, fallen nun mal Späne, der Heranziehung der Verkehrstoten zum positiven Beweis. Wohlstand und Freiheit legitimierten nun einmal Opfer, was übrigens Politiker aller Parteien für ein brillantes Argument hielten, wie wir wissen. Wer über so etwas kritisch denkt und schreibt und wer zudem noch den menschheitsgeschichtlichen Ausweg ohne Technikfeindschaft und ohne Askese in, ich zitiere, scharfen Gegensatz zur kapitalistischen Ausbeutung der Natur in ihrer menschlichen gewaltlosen Aneignung, die nicht zerstörerisch ist, orientiert an der Natur innewohnenden, lebenssteigernden, sinnlichen, ästhetischen Qualitäten, wie es in Konterrevolution und Revolte heißt, verortet, wer also kurz gesagt nach einem anderen Begriff gesellschaftlichen Reichtums sucht. Eines Begriffs gesellschaftlichen Reichtums, der nicht am Bruttosozialprodukt orientiert ist und weniger und menschengerechter produktiv unterlegenes Arbeiten auf seine Fahnen geschrieben hat, den ereilt die von Marcuse angesprochene Absage, dass wir Alternativen eben utopisch sind. In der praktischen Gesellschaft, in der Gesellschaft des Positive Thinking, ist Systemkritik immer zu verdächtig und wird auch verdächtig gemacht, nicht zur Sachlage und ihren praktischen Erfordernissen zu sprechen. Wo doch, wenn das Haus brennt, die Feuerwehr kommen und funktionieren müsse, wo doch Tatkraft und Krisenmanagement gefordert sei und keine Hirngespinste, wo doch Reflexion von Ursachen verdächtig ist, da es sich da um die Beschäftigung mit vergossener Milch handelte. Diese Unterstellung ist Abwehr und Unwahrheit zugleich. Mein Buch, meine Vorträge der letzten zwei Jahre, meine täglichen Notizen zur Pandemie sind voller Reflexion des Graduellen, sind voller Positionierung im Handgemenge, so selbstverständlich, wie man Verbundenheit, sagen wir, mit den prozessierenden Angehörigen der Toten von Bergamo ausdrückt, die gerichtlich zu beweisen suchen, wie die politische und wirtschaftliche Ambition, die Ökonomie der Region nicht zu schädigen, den Laden weiterlaufen zu lassen, diese Masse an Opfern erzeugte. So sehr fühlt man sich doch auf der Seite von Humanisten, die Schließung von Schlachthöfen schon vor den bekannten Ausbrüchen fordert. Natürlich vergleicht man um das Gift, das im Vergleich steckt, wissend. Natürlich vergleicht man auch. Selbstverständlich vergleicht man zum Beispiel die Zahl der Toten in den ungefähr gleichreichen Staaten Schweden mit seinem besonderen Weg Norwegen und Dänemark und registriert oder sagen Sie ruhig prangert an, dass in Schweden 9-mal mehr Menschen zu Tode kamen als in Norwegen. In der damaligen Situation habe ich natürlich auch gefürchtet, dass die hochdekorierten Wissenschaftler der Barrington Declaration mit dem Postulat der ungebremsten, sofortigen Durchseuchung
sich durchsetzen könnten, was zeitweise und vielleicht heute wieder geschah und geschieht. Selbstverständlich ist die Schätzung von Melanie Brinkmann, an die ich erinnern möchte, dass der verspätete und zunächst kaum restriktive Lockdown Light des Spätherbst 2020 30.000 verhinderbare Tote bewirkt hatte, von allerschwerstem Gewicht. Und selbstverständlich galt es jene Virologen und Ärztevertreter, die Herrn Stöhr, Streeck, Schmidt, Schanasit und den Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Gassen und seine Gefolgschaft in den medizinischen Verbänden in sozialdarwinistischer Tradition mit ihrer damaligen Kampagne gegen die von angeblich falschen Beratern umgebene übervorsichtige Kanzlerin als mörderisch, als mehr Tote in Kauf nehmende Sozialdarwinisten zu kennzeichnen. Selbstverständlich hat man zu den Zeiten, als mal wieder das nahe Ende der Pandemie propagiert wurde, also im Spätsommer 2020 oder im Frühjahr 2021, man lese noch einmal diese törichten Prognosen, mit denen der Kanzleramtsminister Braun wirklich alle Medien belieferte. Und im Spätsommer 2021, als alle Parteien die Pandemie in ihrem Wahlprogramm wirklich nur noch in Vergangenheitsform, also als bewältigtes, als abzuhakendes Problem behandelt und als der Freedom Day nur noch eine Frage seiner korrekten Terminierung oder Datierung war, widersprochen. Meine Vorträge im Spätsommer 2020 in München oder im Spätsommer 2021 gemeinsam mit Stefan Tiedl in Potsdam, die waren sprachlich zurückhaltend, aber prognostisch zutreffend. Das kann man ja aufrufen. Sie waren, was heute normal erscheint, war in der Zeit außenseiterisch. Zum Interesse am Graduellen gehört ganz bestimmt auch die Frage nach den Gründen, warum die Impfquote im deutschsprachigen Raum so signifikant niedriger ist als in anderen Ländern Westeuropas. Denn das hat ja Auswirkungen auf die Zahl der Toten. Oder wie sich die niedrigen Impfquoten in Hochburgen der AfD und der Anthroposophen in der Zahl der Schwerkranken und Toten niederschlagen. Und selbstverständlich interessiert ein Systemkritiker immer, durch welche Vorgehensweise es in Bremen gelungen ist, auch in den armen Stadtteilen gute Impfquoten zu erzielen. Und natürlich ist viel alltägliche Analyse davon geprägt, nachzuweisen, dass in der Klassengesellschaft eben nicht vor der Pandemie alle gleich sind, sondern die unteren Schichten durch die Bedingungen ihres Wohnens und Arbeitens viel stärkeren Gefährdungen ausgesetzt sind. Ich nehme sogar an einer Verdi-Demonstration teil, die die schändlich mickrige Alimentation von uns Solo-Selbstständigen, das richtige Wort wäre übrigens Tagelöhner, anprangerte und ertrüge das törichte Gerede von der Systemrelevanz der Kunst. Meine Grenze ist nur, dass ich niemals gemeinsam mit den Unternehmern dieser Branche in der ganz schön brachiale Ausbeutung anzutreffen ist, demonstriere. Ferner bleibe ich intellektuell und physisch allen Manifestationen fern, die große Wirtschaftssektoren, sagen wir beispielhaft die Lufthansa, erhalten wollen, von deren Schädlichkeit oder Überflüssigkeit ich überzeugt bin, da der Gebrauchswert und nicht die Stellung in der Weltmarktkonkurrenz mein Maßstab ist. In einer Gesellschaft, deren Grundstimmung eine wohlstandschauvinistische ist, verbietet es sich für Linke, den Vorwurf an Minister Spahn oder die Regierung oder den Staat zu erheben, er habe zu spät und zunächst zu wenig Impfstoff eingekauft. Die Kritik hat sich auf die skandalöse Unterversorgung von Armutsregionen zu zentrieren, und zwar nicht mit dem Argument, wenn dort nicht geimpft werde, komme die nächste Mutante gewiss auch zu uns, sondern nur mit dem Argument, dass das ungeschützte Krepieren in den Armutsregionen verhindert gehört.
in den Regionen, wo nicht gezählt, sondern verscharrt wird. Weshalb wir davon ausgehen müssen, dass die John Hopkins-Zahlen der Toten mit dem Faktor 2 oder 3 zu multiplizieren sind. Dieser unvollständige Einblick in Positionierung im Handgemenge sollte Beweis führen, dass prinzipiell negatorische Gesellschaftskritik, die zugegeben mein Fundament ist, nichts zu tun hat mit Abstinenz im alltäglich umkämpften, nicht freiwillig Elfenbeinturm sein will. Das verbietet der praktische Humanismus. Und ich finde zugleich, ich kann von einem Arbeitswissenschaftler oder einem fortschrittlichen Betriebsrat verlangen, dass er 2, 3 übergeordnete Erkenntnisse hat. Erstens, dass es unter dem Vorzeichen von Effizienz und Effektivität den unhintergehbaren Parametern der Konkurrenz keine Humanisierung der Arbeit geben kann, sondern immer ihre Verdichtung als ständiger Prozess der Sanierung der Profitrate. Dass also Wolfgang Kien, der Arbeitswissenschaftler, dem wir die grandiose Studie Die Arbeit des Körpers zu verdanken haben, sowohl staatskritisch als auch realistisch zugleich richtig bilanciert. Ich zitiere ihn, es wurde immer nur so viel Schutz durchgesetzt, wie es den herrschenden ökonomischen und politischen Eliten bevölkerungspolitisch opportun war. Und zweitens, dennoch im Wissen um diese Grundstruktur sich alltagspraktisch engagiert, in allen Verästelungen des Arbeitsschutzes, in Unterstützung juristischer Beratung, Prozessiererei, um Opfer zu vermeiden und Opfern zu ihrem Recht zu verhelfen. Allerdings hoffe ich immer im Bewusstsein, dass in der Verteidigung errungener zivilisatorischer Standards immer auch eine Portion Don Quixoterie enthalten ist. Eine Vergeblichkeit angesichts der ersten übergeordneten Prämissen. Analoges erwarte ich fast immer vergeblich, das weiß ich, etwa von Lehrern, die ihre elende Stellung im Prozess der großen Menschensortiererei, die das Bildungssystem kennzeichnet, reflektieren müssen und menschenfreundlich, kinderfreundlich zu unterlaufen hätten. Für Sozialarbeit und Altenpflege gelte Vergleichbares und für sehr viele weitere Berufe. Aus der ersten Prämisse ergibt sich das Gebot, bei aller Fehlerhaftigkeit, Widersprüchlichkeit, Stümperhaftigkeit, Unfähigkeit in vielen Einzelheiten, von der frühen Verharmlosung der Pandemie über das Abraten, Masken zu tragen oder die Schließung der Impfzentren oder die Abschaffung der kostenlosen Tests und 100 weiterer Einzelheiten, dennoch nicht von einem deutschen Staatsversagen zu sprechen, sondern zu konzidieren, dass der Staat seiner Aufgabe gerecht worden ist, jedenfalls bis jetzt. Der Staat als Regulator der Akkumulation, von deren Gelingen er über die ihn finanzierende Steuer abhängig ist, bei der Balance zwischen akzeptierten Opfern und der Vermeidung einer zu hohen, das nötige Reservoir der wahren Arbeitskraft beeinträchtigenden Zahl von infizierten, Kranken und Toten Spielräume, gewiss. Aber er besitzt wegen dieser Abhängigkeit eben keine Freiheit, er ist höchstens bedingt souverän. Bislang hat die Bewirtschaftung des Menschenmaterials in Deutschland in der Pandemie zum Resultat, dass kein signifikanter Mangel an wahre Arbeitskraft aufgetreten ist. Sie war also Kapitalismus immanent gesprochen erfolgreich. Die staatliche Bewirtschaftung des Menschenmaterials enthält immer auch Schutz vor dem Tod, weshalb es historisch und aktuell immer zu Überschneidung
mit Linken oder mit Forderungen der Arbeiterbewegung kam, kommt und kommen wird. Aber sein erster Zweck, das hat der Schäuble früh betont und jetzt gerade wieder der Lindner, als er sagte, die Gesundheit sei ein hohes Gut, aber das höchste Gut sei die Freiheit, ist die Realisierung der Kapitalakkumulation, die eben den Namen Freiheit trägt. Die aktuellen Sorgen um Personal- und Funktionsausfälle in den sogenannten kritischen Infrastrukturen gelten wie leicht durchschaubar, auch, aber nicht nur dieser, sondern meinen auch drohenden Ausfall in den relevanten Bereichen industrieller Produktion. In Bereichen also, die diesbezüglich bisher nichts zu klagen hatten oder anders ausgedrückt, zwar unter gerissenen Lieferketten, aber nicht an Mangel an benötigten Lohnabhängigen litten. Ihre Bilanzen jedenfalls im Regelfall erweisen meiner These, dass sie recht hat. Ich kehre noch einmal zurück zum Verhältnis von Normalität und Ausnahmezustand, also zur These, dass die Akzeptanz der Normalität das Verhalten, die Prämissen im Ausnahmezustand präjudiziert. Gesellschaftskritik begreift Normalität als Zustand der Unfreiheit. Mit der Selbstverständlichkeit, mit Adorno seinen kategorischen Imperativ, alles zu tun und zu denken, um Auschwitz und damit Auschwitz und Ähnliches sich nicht wiederhole, als Aufgabe im Stande der Unfreiheit bezeichnet. Ich kann das heute nur bei dieser Andeutung belassen. Gesellschaftskritik verweigert sich zunächst einmal aller Romantisierung und Idealisierung der Normalität. Etwa dem angeblich besinnlichen, schönen Weihnachtstagen im Familienkreis. Kann ja auch mal darauf hinweisen, dass das der Tag ist, an dem die Rate der Gewalt gegen Frauen die höchste im ganzen Jahr ist. Dem Schulalltag, dem Arbeitsleben, wo wir diese Romantisierung auch in der Arbeitsweltliteratur antreffen. Den Altenheim, diesen trostlosen Aufbewahren bis zum Tode Institutionen und so weiter und so fort. Alle Literatur von Qualität denunziert, widerspricht der Romantisierung und Idealisierung. Im herrschenden Diskurs wird Normalität mit schön, angenehm, erlebnisreich, heimelig, gesellig gleichgesetzt beziehungsweise assoziiert. Wenn zum Beispiel Söder die wiederzuerlangende Normalität so richtig bebildert, dann handelt es sich fast ausschließlich um gesellige Anlässe, sich zu besaufen. Also um Anlässe, bei denen ich garantiert fehle. Sind die Sehnsüchte der Menschen auf Normalität, insbesondere auf die möglichst rasche Wiederaufnahme ihrer Arbeit etwa gerichtet, dann steht zugegebenermaßen der Gesellschaftskritiker im Abseits. Ihm fällt bei Normalität schließlich ein, dass die armen Schichten der Gesellschaft eine um 10 bis 15 Jahre geringere Lebenserwartung haben. Der Wohlklang des Wortes Normalität, eines ideologischen Kampfbegriffs, der übrigens auch der AfD im Wahlkampf gute Dienste erwiesen hat, für das Normale zu sein, lässt die Höllen, die untrennbar zur demokratischen Normalität gehören und ihr nicht äußerlich sind, verschwinden. Denken wir an die ost- und südosteuropäischen Wanderarbeiter, die in der Fleischindustrie oder im landwirtschaftlichen Sektor, in der häuslichen Pflege, im Baugewerbe und so weiter die staatlich organisierte Entrechtung und Überausbeutung erleiden. Katrin Birner und Stefan Tiedel schildern das in diesem Buch ganz vorzüglich. Sie sind Standortfaktor in der Weltmarktkonkurrenz und Lieferanten des Wohlstandschauvinismus, der das deutsche Leid
dort ansiedelt, wo der Spargel in den entsprechenden Wochen fehlt. Was ist mit den Menschen auf der Flucht, die an der Festung Europa abprallen, auf den Fluchtrouten vegetieren, im Mittelmeer saufen und jüngst an der belarussisch-polnischen Grenze gegen alle nunmehr hinfälligen Buchstaben des Asylrechts mit scharfer Munition bekämpft wurden? Solche Ereignisse sind dem Systemkritiker Beweis, dass das Barbarische nichts zukünftig zu Befürchtendes ist, sondern der demokratischen Normalität innewohnt. Und die Mitleidlosigkeit, etwa mit den Menschen auf der Flucht oder den Wanderarten, die Mitleidlosigkeit muss Auswirkungen haben auf den Blick auf die Schwachen, Kranken und Alten in unserer Gesellschaft in der Pandemie und ihren Tod, da sie ja schon reichlich Runden gedreht hätten, zu bagatellisieren. Der Wert verbraucht, ohne Mehrwert zu schaffen, möge doch wenigstens den Aktiven nicht auch noch im Wege stehen und sich mit dem Sterben nicht so anstellen. Positionierung dieser Art, meist natürlich in gestellteren Worten, als ich sie hier ausgedrückt habe, waren und sind in der Pandemie Legion. Es gibt also gute Gründe, vertrete ich die Scheidung zwischen dem Irrationalen und dem Vernünftigen. Die Scheidung zwischen dem Pathogen und dem Normalen. Den zweifellos gefährlich wahnhaften Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern, Antisemiten und den vernünftigen Regierenden und ihren wissenschaftlichen Beratern nicht mitzumachen, sondern das Pathogene auch im Normalen zu erkennen. Da ich das hier nicht ableiten kann, begnüge ich mich mit dem Zitieren eines einzigen Satzes des durch und durch instrumentell vernünftigen Mannes der Wissenschaft, dem Mitglied des Regierungsberaterstabs Hendrich Streeck, der gesagt hat: Ich finde es müßig, über Todeszahlen zu reden. Und beende meinen Vortrag mit dem Verweis auf ein viel milder scheinendes, aber das Prinzip des Kollateralschadens so mörderisch auf den Punkt bringenden Zitat des Immunologen Carsten Watzel. Der ist kein besonders mörderischer Experte wie etwa Klaus Stöhr oder andere, sondern wie man so sagt, ein Mann der Mitte. Und er sagte am 13.12.2021 in der Sendung Hart, aber fair, und bevor wir diskutieren, ja, gebe ich Ihnen sozusagen die freie Auswahl, ob Sie das zum Erschaudern finden oder achselzuckend sagen, ja, so ist die Welt nun mal. Der gab also in der Sendung Hart, aber fair am 13.12.21 zu Protokoll: Die zukünftigen Winter werden letztlich so aussehen, dass wir immer wieder Corona-Fälle haben. Wir werden auch Corona-Tote haben, aber nicht in dem Maße, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Und wir müssen natürlich irgendwann die Diskussion führen, wie viele Corona-Tote pro Winter wir uns erlauben. Ich meine, wir erlauben uns auch Todeszahlen, Verkehrstote, Grippetote. Und deswegen ist diese Diskussion zu führen. Wem diese Diskussion graust, der ist jenseits aller Differenzen, die wir haben können, im selben Boot oder zieht an derselben Ecke. Ich danke euch für meine Zeit um 3 Minuten überschritten. Ganz gut eingehalten. Ich höre nichts. Herzlichen Dank. Danke. Also herzlichen Dank für diesen sehr intensiven, dichten und natürlich kritischen Vortrag. Natürlich, das Wort möchte ich schon fast wieder verschlucken. Es ist zumindest eine Form der Darstellung, die, sage ich mal, in dem, was uns sonst geboten wird oder mit was wir uns sonst auseinandersetzen, eher nicht so alltäglich begegnet. Und das war auch der Grund für mich, sozusagen hier einen gewissen Kontrapunkt zu setzen.
Also das war die Überlegung, die ich dabei durchaus hatte. Und dementsprechend möchte ich vielleicht an das anknüpfen, was du zuletzt gesagt hast, und zwar in Bezug auf, es gibt ja noch die anderen Krankheiten. Also mit der Bemerkung, wir müssen uns gewöhnen an bestimmte Zahlen. Wir sind ja schon gewöhnt an Zahlen. Das ist ja Teil dieses Normalitätsproblems. Und in einer Handelsblattausgabe, ich glaube, die ist erst zwei oder drei Tage her, wurde darauf aufmerksam gemacht, auf die steigenden Krebszahlen. Und natürlich verknüpft mit den Aussichten für entsprechende Unternehmen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, auf hohe Rentabilitätsmöglichkeiten bei der Beschäftigung mit dieser Fragestellung. Damit sozusagen hat man sich ja quasi, ohne es möglicherweise bewusst zu wollen, ja auch schon abgefunden. Das ist ja Teil dessen, was, so wie ich das verstanden habe, wie du den Begriff der Normalität jetzt kritisch einsortiert hast. Ich möchte vielleicht damit einfach auch die Fragen und die Diskussion jetzt eröffnen zu dem Punkt. So, wie sieht's denn im Chatbereich aus, Karl-Heinz? Ja, da gibt es sozusagen Daumen hoch, aber es gibt keine Kommentare. Ja. Aber ansonsten sozusagen daumenmäßig Zustimmung. Und du hast ja gesagt, Ralf, das wäre heute so ein bisschen Kontrapunkt. Allerdings diskutieren wir am Rande des Kolloquiums ja auch zum Beispiel schon häufiger mal über die, was Herr Ebermann Stille Triage genannt hat. Deswegen würde ich einfach mal beginnen mit einer Frage an Herrn Ebermann. Haben Sie eine Erklärung, warum in der Presse die Stille, so wie Sie es nennen, Triage, nicht diskutiert wird? Also ich, als Beispiel, es gab mal in dem zu Beginn des Bundestagswahlkampfs in einer Markus-Lanz-Sendung, da fing Lauterbach an und hatte das Thema angesprochen, ganz, ganz vorsichtig, dass faktisch natürlich in dem Moment, wenn ich aus den Pflegeheimen niemand mehr wegen der Erfolgslosigkeit, so die These, ins Krankenhaus bringe, damit es da keine Überlastung gibt, ist es ja faktisch eine Triage. Das hat er ganz vorsichtig benannt. Und normalerweise springt der Markus Lanz bei so Sachen immer ran, weil das ist natürlich ein Gassenhauer. Und der hatte gar nichts gesagt, sag ich mal. Und dann plätscherte das weg. Das waren so ein, zwei Halbsätze vom Lauterbach. Und dann hörte er auch auf sofort. Ich habe aber selbst diese Form der Triage in der Presse, also in der gewöhnlichen Presse, bisher nicht entdecken können, großartig. Haben Sie da eine Erklärung für? Natürlich auch nur eine unzulängliche. Ich teile Ihre Beobachtung. Bei vielen Sachen, von denen ich gesagt habe, sie werden verschwiegen, ist es ja so, dass sie einmal kurz aufploppen. Und dann alle... Ich kann ja zum Beispiel auch nicht behaupten, es ist noch nie gesagt worden, dass es etwas mit der extensiven Landwirtschaft und der Inwertsetzung von Natur. Der Satz ist auch schon mal gefallen, sagen wir. Mal, wenn so ein fleißiger Mensch, wie ich 200 Talkshows höre, sich anschaut, dann hört er das auch ein halbes Mal. So. Und so ähnlich war das, glaube ich, mit dem Lauterbach. Und ich glaube, dass eher der Umweg gegangen wird, indem man die Diskussion versachlicht, mörderisch versachlicht. Ich habe so viel gelesen und in meinem Buch auch aufgeführt und noch viel mehr Material zum Thema, ob das der gesunde Menschenverstand nicht versteht, dass der alte Mensch nun mal schon, und dann wird es oft sportiv, wie im Sport, viele Runden gedreht hat und nicht mehr so viele vor sich hat. Und dass deswegen doch eine Art Verständnis im alten Menschen heranwachsen müsse, dass er nicht das Gesamtgetriebe im Wege stehen darf. Und das geht von Boris Palmer bis hin zu Stimmen aus dem Handelsblatt und Ethikkommissaren und alle, die da so geschlaumeiert haben. Wir kennen das ja aus diesen Gretchenfragen in anderen Zusammenhängen. Würdest du einen dicken Mann auf die Bahngleise schubsen, wenn da hinten Kinder spielen und ein Zug kommt angefahren und du kannst die Kinder retten, indem du den Mann vor den Waggon wirfst. Und wir kennen diese Zynismen alle.
Und ich glaube, sie wohnen ganz prinzipiell, der Sozialdarwinismus wohnt der Gesellschaft inne. Und um vielleicht noch etwas besonders Bedrückendes zu sagen, ich glaube, er wohnt auch vielen alten Menschen inne, die als Kronzeugen missbraucht werden und wurden, die also so beliebte Interviewpartner sind, aus ihren Betten in den alten Aufbewahrungsinstitutionen und sagen, ich habe mein Leben gelebt, ich will meinen Kindern und Enkeln nicht zur Last fallen. Wenn es nun eben so weit ist, dann ist es so weit. Und dann kommt auch noch irgendwelche Kirchenleute, irgendwelche ehemaligen Präsidenten der evangelischen Kirche und sagen, den Tod als Allgegenwart zu akzeptieren, müssen wir lernen. Die hoffen, dass dadurch die Kirchen ein bisschen voller werden und so. Aber ich will nicht abschweifen, ich will sagen, der Sozialdarwinismus ist unserer Gesellschaft eingeschrieben. Und er äußert sich in so vielen Facetten, die nicht Trauer, wenn ein Obdachloser erfriert, zum Beispiel. Das ist ja einer, der sowieso nicht produktiv ist, mit dem Leben zurechtkommt. Und dieses furchtbare Wort, vielleicht ist das ja auch Erlösung für den Menschen, das ist schon sehr in den Zeitgeist eingebrannt. Okay, danke. Ja, herzlichen Dank auch meinerseits für den Vortrag. Ich fand vor allem, was Sie relativ zu Anfang gesagt haben, dass im Privaten viel Rücksicht genommen werden soll und auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit bereits Risiken zu allem Maße in Kauf genommen werden können. Der hat bei mir sehr ins Herz getroffen und mich direkt an eine Situation letzter Woche erinnert, wo ich arbeite im Krankenhaus, einen Covid-Fall auf einer Station hatten und alle zum PCR-Test geschickt worden sind mit den Sorgen, wir müssen uns aber keine Sorgen machen, wir dürfen auch noch zur Arbeit kommen, wenn der jetzt positiv ist. Das fand ich recht eindrucksvoll und denke, dass das natürlich das Problem verstärkt, dass gar keine kritische Diskussion zustande kommt, wenn Ausgleiche im Privaten geschaffen werden, wenn Ausgleiche so geschaffen werden, immer dass ein Anschein von Normalität herrscht und praktisch ja gar keine Diskussion, gar keine Kritik Raum hat. Ja, ich möchte Ihnen ausdrücklich recht geben. Wissen Sie, die Sache ist dadurch so ein bisschen schwerer als das bloße agitatorische Enthüllen, weil ja dieses Rhythmus der Gesellschaft, die Sehnsucht der Gesellschaft besteht ja in der Entsagung im Arbeitsleben und der Entlohnung durch konsumtive Möglichkeiten, Klammer auf, plus im historischen Prozess ein Mehr an freier Zeit durch den freien Samstag und Arbeitszeitverkürzung, das gegenwärtig sehr unter Druck gerät. Aber wenn die Menschen sozusagen nicht über dieses hinausdenken können, dann können sie nur denken, dass hoffentlich der Laden, wie es so in DGB-Jargon heißt, bald wieder in ganzen Umfang läuft. Und wir sehen diese erschreckenden Bilder, dass die Hotelangestellten auf Mallorca da mit dem Sektglas in der Hand stehen, weil die Gäste wiederkommen. Und wir kennen keine einzige Friseurin, die sagt, scheiße, dass der Laden wieder aufmacht. Ich fürchte mich noch immer. Und das lässt mich zu dem Urteil kommen, dass die wirklich schändlichen gemeinsamen Erklärungen der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände erstens schändlich und zweitens kein Verrat an den Sehnsüchten der Mitgliedschaft sind. Dass wir nicht begreifen, wenn wir sagen, da verrät jetzt die Funktionärselite die vorsichtigen Nichtfunktionäre unter den Lohnabhängigen, sondern dass dieser Konsens so schwer aufzubrechen ist. Das hat sehr viel mit dem System der Bedürfnisse zu tun, das konnte ich hier nicht entfalten. Wenn Sie jemals ein schönes Seminar machen zur Kritik der Bedürfnisse, komme ich furchtbar gerne, weil das ist meine Leidenschaft, wenn ich das so sagen darf. Aber ich wollte keine Reklame in eigener Sache machen, ich wollte eigentlich nur sagen,
jeder, der mit so etwas befasst ist, und ich habe ja auch ein paar Jahre Industriearbeit in meiner Biografie, weiß, wie schwer es ist, auch nur die Arbeitsschutzanordnung einzuhalten und nicht als übervorsichtiger Kauz zu gelten. Ich möchte Sie nicht in mein verflossenes Berufsleben einführen, aber also darauf zu bestehen, dass man einen größeren Stromkreislauf auszuschalten hat, wenn man einen Motor ausbaut in einem Industriewerk oder die Kohlestäbe auswechseln muss, ist gegenüber den eigenen Kollegen ein komplizierter Prozess. Wenn die mit dem Argument, da machen wir mal eben hier, klemmen wir mal eben ab, das haben wir immer so gemacht, mach dir mal keinen Kopf, Thomas, da kommt man in den Geruch, weicheilig zu sein. Und kommt in den Geruch sozusagen der Leistungsunwillige zu sein. Und ich habe einmal so eine Überflutung der großen Kupferhütte Europas, in der ich ein paar Jahre gearbeitet habe, in Hamburg auf der Veddel, so eine Überflutung, was anders eine Sturmflut. Und da war die semi-offizielle Ansage, Sicherheitsvorschriften zählen nicht, wir sind in der Katastrophe. Wir müssen das wegretten, können Sie sich vorstellen. Also es geht da um Öfen, die weiterlaufen müssen. Ich will Sie da wirklich nicht mit belästigen. Es ist unglaublich schwer, dann auszudrücken, nee, da mache ich nicht mit. Weil man sozusagen wirklich das Weichei, die Mimose der Leistungsverweigerer ist. Es ist also tief eingebrannt ins Bewusstsein. Und ich glaube, was ich vorhin so kurz angedeutet hat, kennt nahezu jeder von Ihnen. Wie in Arbeiterliedern und Arbeiterliteraturromanen die Verhärtung selbst zur Tugend verklärt wird. Nur unter Tage lernt man wahre Kameradschaft kennen. Kriegt nicht die Staublunge, sondern lernt die wahre Kameradschaft kennen. Nur wer zur See fährt, weiß, dass der blanke Hans immer mal welche von uns dahin rafft, aber wir dennoch Freiheit empfinden. Dieses Problem anzugehen und deswegen auch zu sagen, ja, ich habe ein Zerwürfnis mit den Bewusstseinszuständen der unteren Segmente der Gesellschaft. Ich glaube, es ist ein Anliegen von Gesellschaftskritik und hat nichts mit Dämonisierung des Proletariats oder Ähnlichem zu tun.